wo sie den Bauch einziehen. Zeitlich sieht sie mal blöd aus. Eigentlich hatten wir ja heute ein Date. Die Fresse. Hör auf, ehrlich, Sini. Wir hatten heute ja eigentlich ein Date, ne? Also ich würde dich ja jetzt gerne tätowieren, aber du willst ja nicht mehr. Ach so, ich? Eigentlich wollte er mich heute noch tätowieren. Ja, wollte ich ja jetzt nicht. Ja nicht. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Weil er gesagt hat, er will mich nicht tätowieren heute, hat er gesagt. Nee, aber nachvollziehbar. Spaß beiseite. Ich würde mich auch nicht tätowieren wollen, weil dann gehen alle Nadeln kaputt, weil ich bin ja aus Stahl. Und da würde ich mich auch nicht tätowieren wollen. Warte, wir gehen mal hinterher. Wir wollen ja nichts verpassen, ne? Weil er telefoniert ja gerade. Ja, ich habe keine Verbindung mehr. Ich wollte doch nur rein, weißt du? Nee. Margot hat gesagt, es ist zu warm heute zum Tätowieren. Dann läuft die Farbe auseinander und alles ist doof. Von wem? Genau. Kannst du die Welt doch selber grüßen. Welt, das ist Frank, Frank, das ist Welt. Sehr schön. Hallo. Ja, hallo. Ich muss jetzt hier auch rein. Was das? Das? Nein. Oh, guck mal hier. Sie spielen meinen Song. Zu spät schon tot, zu spät schon tot. Na, oh, nee, das sagt man nicht. Guck mal, die Welt hat Hallo Frank gesagt, meine Frau, Jessica. Nee, die Grüße ist in vielen Größe. Hallo Frank. Ja, siehst du? Der hätte ich gestern gesehen. Beim Cowboy und Indianer. Hier. Nee, eigentlich haben wir gesagt, wir wollten das hier heute nochmal nachpieksen. Mein Magas United, warte, ich muss das so rumhalten. Mein Magas United muss noch ein bisschen nachgepiekst werden, weil ich echt gut rausgeblutet habe. Und dafür hatten wir eigentlich heute gesagt, aber es ist so warm, Leute, da sagt Marco auch, das ist irgendwie blöd. Also zum Tätowieren, wenn es so warm ist, müssen wir nochmal einen kalten Tag irgendwie uns nochmal raussuchen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil ich auch auf die Idee gekommen bin, heute mit Inge zu Respect Hamburg zu fahren. Und insofern ist dann auch wieder blöd, wenn man die lange Buchse dran hat und dann sapscht das und so, ne? Genau. Ja, Leute, so ist das. Und nicht anders, ne? So. Und heute geht das nochmal irgendwie Richtung Ikea. Mit meinen Weibsen zu Hause. Geht das zu Ikea. Genau. Telefoniert er noch da hinten? Ich weiß das gerade gar nicht. Ja, genau. Das ist, telefoniert noch. Okay, ja. Also, liebe Grüße hier aus der Kieler Straße von Respect Hamburg. Müsstet ihr ja mittlerweile kennen, ne? Ja. So würde ich mal sagen, ne? Oder? So ist das. Was hängt hier eigentlich für ein Bild? Okay, das auch noch. So. Und Marco, der telefoniert die ganze Zeit. Hier, mit Kronleuchter hier. Sieht schon beschäftigt aus irgendwie, ne? Kann man da einfach so vorbeikommen und einkaufen? Selbstverständlich kann man das. Hier hängen ja auch überall Klamotten. Ja, ganz normal. Muss natürlich gucken, ob deine Größe da ist und das Motiv, was du haben willst. Aber im Prinzip ist natürlich, die ganze Kollektion ist natürlich im Internet. Aber hier hängen natürlich auch Sachen. Hier einmal, ne? Hier sind dann auch noch so mit Mützen und so ein Kram. Hier Shirts und Schlüsselbänder und so ein Kram. Ausweisbänder. Denn hier Pullis und den ganzen Kram. Hier sind auch noch ganz viele Shirts. Ja, also kann man einfach vorbeikommen. Kieler Straße 271 in Hamburg. Da ist der Laden. Respect Hamburg. Kann man einfach vorbeikommen. So, ich gehe hier mal wieder raus. Was? Ja, ich gehe hier mal wieder raus. Hast du eine Live? Ja, natürlich. Hallo Arne. Das ist übrigens Arne. Darf man da so pöbeln? Darf man Schimpfwörter sein? Nee, aber habe ich dich eigentlich bei deinem Büroschlaf geweckt? Ja,
Hab ich, ne? Ja. Weil ich so laut war, ne? Ja. Ja, deswegen ist Arne gerade ein bisschen maulig. Arne ist hier eigentlich auch der Chef. Boxer ist hier eigentlich nur... Was macht Boxer hier eigentlich? Der ist einfach da, ne? Grillen. Grillen ist Boxer. Nein. Genau, also... Ja, also hier haben wir dann noch so mit Pullis und all so ein Kram. Jacken. Die finde ich schon mega geil, die Jacke. Aber jetzt ist kein Jackenwetter mehr, ne? Ja. Genau. Hier kann man gerne vorbeikommen. Hier läuft bei mir auch höchstwahrscheinlich häufiger mal über den Weg. Ne? So, in Zukunft vielleicht sogar noch ein bisschen öfter, aber das wird jetzt noch nicht verraten. Ne? Gemach, kommt noch alles. Aber ja, genau, so ist es. Was ist Boxer eigentlich? Boxer im Büro? Stimmt, ne? Gegrillt haben wir. Also ich habe dann mitgegrillt. Ja, hier wird, sieht man gerade, hier wird gerade die Außenfassade gemacht. Deswegen sieht das hier gerade so ein bisschen wüst aus. Leider. Ah, das Dach wird neu gemacht und so. Ja, genau. Das ist Frank. Da wird das Dach gemacht. Da ist Frank. Ja. Hier ist ein Hund. Und da ist Frank. Da hinten steht Inge, da ist Frank. Und da ist die Tür von Respect Hamburg und da ist Frank. Also, ja, so nichts Neues eigentlich so, ne? Frank halt, ne? Und der ist bunt. Das ist Frank. Das ist übrigens Marco. Und das ist Frank. Das ist der Tätowierer, der mich nicht tätowieren will. Aber ist schon okay. Ich kann das schon. Schöner Hund, ja, das stimmt. Das ist ein schöner Hund und das ist Frank. Und das ist Marco. Ich hab's schon erklärt, warum du es nicht machst. Er möchte mich nicht tätowieren, weil er Angst hat, dass seine Edelstahlnadeln an meiner Titanhaut kaputt gehen. Und die Nadeln sind teuer. Und da brauchst du ja erstmal. Da ist ja alles Stahl. Chef, braucht ihr noch einen Maler? Ich will bei euch sofort anfangen zu arbeiten. Ich kündige. Ja, malen kann er, wie man sieht, ne? Ich zieh mich jetzt um und mach gleich bei euch mit. Ja? Hier. Brauchst du noch einen Maler eigentlich? Den da? Malen kann der. Also, so ein bisschen. Ein bisschen. Das siehst du, guck mal. Gleich einen neuen Job. Boxer, da wird ein Raum frei da hinten. Ja, siehst du, guck mal. Win-win-Situation, würde ich sagen. Guck mal, ich glaube, ich lasse mir auch mein erstes Tattoo von mir machen, schreibt David. Hä? Du lässt dir dein Tattoo von dir selber machen? Digga, das ergibt keinen Sinn, Mann. Ja, genau, also, so viel, nichts Neues von hier, ne? Da ist Frank, aber ansonsten gibt's hier eigentlich nichts Neues, ne? Gegrillt haben wir schon. Gegrillt haben wir schon. Und da ist Frank. Jo. Von ihm, achso, von dir. Hier möchte jemand von dir ein Tattoo haben. Ja, der tätowiert ja nicht, der hat ja keine Lust. Auf dich habe ich keine Lust. Ja, genau. Nein, aber ja, natürlich, ist möglich. Ne? Aber Marco, nochmal Spaß beiseite, nichts Falsches, nicht falsch verstehen. Es ist einfach zu warm heute. Wir hatten uns zwar heute verabredet, aber es macht keinen Sinn. Die Farbe läuft nachher so aus der Haut wieder raus. Die Poren sind auch von der Haut und alles. Also das ist auch irgendwie... Ne? Scheiße. Das ist die ist einfach zu warm. Heute ist wirklich sehr, sehr warm. Müssen wir es machen, entweder abends, wenn es kalt ist, oder gar nicht. Ich glaube ja eher gar nicht. Glaube ich auch, ja, weil abends bin ich voll. Obwohl voll tätowieren kann ich auch. Ja, ich glaube, das kann ich auch. Darf ich dir eigentlich auch mal da irgendwie was tätowieren? Nee, hier schon mal gar nicht. Warum eigentlich? Und da am Ohr irgendwie? Nee, du machst mir die Pulsadern auf. Nein, ich mache dir ein 7 Gramm. Nee, ich weiß, wo die sind. Ja. Ich tätowiere dir ein 7 Gramm. Oh ja. Irgendwo hin. Ja, ich wüsste auch schon wo. Das ist eine geile Idee. Nein, da nicht. Nein, aber ja, das genau. Das machen wir. Wir machen ein Sevigramm auf meiner Pelle von Sevi und Sevi wird das auch dann zeigen. Ey, das ist doch eine geile Idee. Das machen wir. Ich weiß auch schon wo. Achso. Echt? Wir machen Sevigramm. Oh, ja. Ich darf tätowieren. Aber das übe ich vorher, ne? Nee. Einfach frei Schnauze? Ja. Das ist übrigens Frank. Aber ich... Wollte ich nur mal sagen, ich hab, falls ich das noch nicht erzählt habe. Aber ja, das mache ich. Ja. Geil. Ja. Mit Livestream, ne? Ja. Streamen wir, wie ich den. Oh,
Ihr Leute, ihr seid alle Zeugen, ihr habt's gehört. Mal gucken. Ja, guck mal, was kostet bei ihm der ganze Abend circa? Bin gerade am Sparen, fragt David gerade. Ich glaube, das. Spar mal weiter. Nee, du, einfach mal reinkommen, ne? Oder anschreiben. Da müssen wir so mal rüber sprechen. Ja, uns tätowiert er ja nicht, deswegen kann ich dir die Frage auch gar nicht beantworten. Deswegen habe ich auch Zeit, weil euch tätowiert. Genau, hier, dich tätowiert er auch nicht, oder? Ja, ich weiß auch nicht, was soll. Aber das ist übrigens Frank. Genau, richtig. Ja, Leute, so ist das. Na? Also, ja, dann haut mal rein. Liebe Grüße aus der Kieler Straße. Und ja, nochmal, David lacht schon. Aber David, dann schreib Marco doch einfach mal an. Kannst du ihn da über Instagram anschreiben oder was? Sag halt, für dich habe ich auch die Zeit. Süße, für dich hat er die Zeit, das ist schön. Vielleicht bin ich dann auch da und dann kriegst du von mir auch ein Sivigramm oder so. Geil, schöne Sivigramme tätowieren jetzt. Das finde ich geil, das ist eine Idee. So, also in diesem Sinne, das wird ein Blutbad. Ja, genau. Wer sitzt da eigentlich auf der Bank, fragt Jessica. Ach so, Jessica, den da, das ist Frank. Ich wollte mal sagen. Das ist übrigens Frank, Jessica. Das ist, also du kennst ihn ja. Der hat dich gestern übrigens gesehen im Cowboy und Indianer. Irgendwie. Ja, ohne uns. Ja, siehst du hier, guck mal. Deswegen tätowiert er mich übrigens auch nicht, weil er sauer auf dich ist. Ja, ein Tattoo gab's jetzt schon. Ja, ein Tattoo gab's. Oh, das ist ein schönes Tattoo. Darf ich es mal zeigen? Da musst du ein bisschen eher aufstehen. Guck mal, das ist, ja, ich. Guck mal, da, das sieht auch schick aus. Weißt du, das ging, aber meins nicht. Ja, ich bin eher aufgestanden als du. Ja, ich weiß, aber war es noch kalt. Ja, genau, toll. Toll. Wirklich. Schön. Übrigens, das ist Frank. Aber ich, ne? Ich kann den Namen nicht mehr. Was? Nicht? Frank? Kannst du nicht? Weißt du eigentlich, wer das ist, Marco? Ja, hast du das schon mal erwähnt, das ist Frank. Das ist übrigens Frank. So, also in diesem Sinne, liebe Grüße aus der Kieler Straße 271. Ja. Und schöne Grüße, welcher hier sitzt, das ist Frank. Ja, genau, richtig. Und wenn ihr hier mal durch Zufall mal irgendwie seid, der Laden ist immer da. Bei Frank wäre ich mir nicht so sicher. Aber manchmal gibt es hier auch den Laden zu sehen mit Frank. Also ein Frankie-Gramm kann ich euch besorgen. Das kriegen wir, glaube ich, irgendwie hin. Ey, das ist doch schon mal wieder eine Idee, oder? Wer möchte von euch ein Frankie-Gramm? Schreibt das in die Kommentare, ich besorge euch eins. Ich. Du bist Frank. Das ist übrigens Frank. Also in diesem Sinne, haut rein, ihr Süßen. Und wir sehen uns. Ciao.